Herr Neumann, das deutsche Kinojahr 2012 war ein Rekordjahr an den Kinokassen. Zum ersten Mal ist die Umsatzmilliarde geschafft worden. Mehr als 1 Milliarde Euro ist an den Kinokassen umgesetzt worden. Und das Jahr 2013 beginnt für den deutschen Film ja sehr gut. Ich finde, es ist eine tolle Mischung aus ambitionierten Autorenkino, Hannah Arendt zum Beispiel oder der neue Film von Oskar Röhle, aber gleichzeitig eben auch Kassenschlager wie der von Til Schweiger oder Matthias Schweighöfer. Und last but not least, ein bisschen hat Deutschland ja auch beim Oscar gewonnen, zumindest der Co-Produzent von Liebe ist der X-Verleih. Also Sie als Beauftragter für Kultur und Medien müssten da doch sehr zufrieden sein, oder? Ja. Gut, die nächste Frage. Nein. Sie ja, ich verfolge ja auch das, was Journalisten schreiben und mir ist es schon mehrfach passiert, dass ich dann gelesen habe, er redet den deutschen Film immer schön. Meine rhetorische Frage ist, als verantwortlicher Minister, soll ich ihn denn schlecht reden? Aber wenn ich jetzt ein paar positive Merkmale sage, kommen die nicht nur aus Taktik, sondern von Überzeugung. Es gibt ja vielleicht 3 oder 4 Kriterien, an denen man Film in Deutschland messen kann. Das eine ist eben der Kassenerfolg. Ziel ist ja von jedem Filmemacher, dass der Film nicht nur von ihm selbst angesehen werden kann, sondern dass viele Zuschauer kommen. Das war sehr positiv. Wir hatten auch schon mal Einbrüche, aber wie gesagt, im letzten Jahr prima Ergebnis. Das Zweite, was ebenso wichtig ist, ist der Anteil des deutschen Films in den Kinos. Da haben wir auch Schwankungen, wie beim Wein. Mal gibt es einen guten Jahrgang, mal einen schlechten. Aber wir haben in den letzten Jahren eine deutliche Stabilisierung auf höherem Niveau. Das heißt, leicht immer über 20. Ich finde, wir müssen da an die 30 rankommen. Das ist auch positiv. Das Dritte betrifft die Erfolge des deutschen Films auf vielen Festivals. Ist ja nicht nur immer Cannes oder der in Amerika der Oscar anzusehen, sondern wir haben ja viele Festivals, Venedig und San Sebastian und so weiter und immer wieder in Kanada. Und immer wieder werden Sie sehen, dass viele Deutsche auch Arthouse-Filme dort hohen Zuspruch haben. Und das letzte Kriterium ist, dass aufgrund unseres deutschen Filmförderfonds, der es ermöglicht, dass wir hier auch seit vielen Jahren Stillstand endlich große internationale Produktionen herbekommen, insbesondere nach Babelsberg, unsere deutschen Stars dann mit Weltstars zusammenspielen. Aber das gab es ja so vorher gar nicht, mit wenigen Ausnahmen. Und wenn Sie jetzt auch die Berlinale sehen, ob es Martina Gedeck ist, August Diehl, sie spielen mittlerweile allen in diesen großen Produktionen. Und wenn die dann in Deutschland produziert werden, bietet sich das natürlich auch für amerikanische Regisseure an. Und deswegen, wenn ich das zusammennehme, würde ich sagen, Frau Berben, wir sind nicht am Ziel, aber wir sind aber auf einem ja sehr guten Weg. Letztendlich. Eine Frage habe ich noch zur Filmpolitik. Sie arbeiten, oder beziehungsweise Ihr Haus arbeitet derzeit an einem neuen Filmfördergesetz, beziehungsweise einer Änderung im Filmfördergesetz. Die tritt zwar erst in einem knappen Jahr in Kraft, trotzdem können Sie uns schon mal so kurz sagen, was für Änderungen stehen denn da bevor? Ja, erstmal keine revolutionären. Okay, das ist ja schon mal gut. Ja, und weil das machen wir alle 5 Jahre, dieses Filmfördergesetz ist, weil es so eine Art Subventionsgesetz ist, immer auf zeitlich begrenzt auf 5 Jahre. Und es macht richtig Spaß mit anzusehen, wie die immer dieselben Akteure, sind fast immer dieselben Akteure und Verbände, immer wieder dasselbe diskutieren und nach 5 Jahren so tun, als würde alles wieder von vorne losgehen. Das muss man dann etwas steuern, weil ja vieles Kontinuität hat. Ja, was werden wir verändern? Wir haben beispielsweise die Verpflichtung zur Produktion von barrierefreien Filmen verankern. Das ist ganz wichtig, finde ich, gesellschaftspolitisch. Wir werden festlegen, dass mehr fürs Filmerbe und die Digitalisierung, insbesondere der Klassiker, getan wird. Da ist ja ein hohes Potenzial, was nicht nur schlummert, sondern was vergammelt teilweise. Wenn wir da nichts machen, sind diese großartigen Filme nicht nur der Nachkriegszeit, sondern auch der 80er und 90er Jahre dann nicht mehr zu sehen. Ja, und dann wollen wir auch die ausländischen Video-on-Demand-Anbieter, die mit auf ihren Plattformen deutsche Filme verbreiten, die wollen wir dann auch zur Abgabe für die FFA heranziehen. Also das sind so die wesentlichsten Dinge, die mir einfallen. Danke, Herr Neumann. So, und jede...
Ich habe Ihnen gesagt, das hier ist eine kleine Mini-Gala und jede Mini-Gala oder was sich Show schimpft, hat auch einen Notar. Zumindest der Eurovision Song Contest oder zum Beispiel so wunderbare Fernsehformate wie Dalli Dalli. Und deswegen wollen wir auch einen Notar auf der Bühne haben und ich begrüße hier ganz herzlich Herrn Dr. Sebastian von Schweiditz. Er hat die 16 Umschläge dabei, er weiß also, welche Nominierungen heute kommen. Und Herr Schweiditz, auch immer die wichtigste Frage an den Herrn Notar: Ist denn alles rechtlich so gut abgelaufen? Klar, klar. Das freut mich. Ist ja diesmal ein elektronisches Verfahren möglich gewesen. Das ist sehr genutzt worden, das ist sehr erfreulich und hat die Sache wesentlich erleichtert. Gab es ungültige Stimmen? Diesmal nicht, in den Vorjahren schon. Das liegt an dem elektronischen Verfahren. Okay, also dann weiter so. Walten Sie Ihres Amtes. Es gibt 13 Umschläge, 7 an Frau Paul und 6 an Frau Berben. Und wir beginnen mit den sogenannten Nebenkategorien. Ich sage extra, ja, Herr Holichhaus. Ah, wir machen es in einem durch. Okay, also wir machen 13 Nebenkategorien, aber was heißt Nebenkategorien? Es sind genauso wichtige Kategorien wie Nebenrolle, Hauptrolle, Regie, Drehbuch. Lassen Sie sich überraschen. Frau Paul beginnt. Ah, wir gehen nicht mit. Also, nominiert für die beste darstellerische Leistung weibliche Hauptrolle sind Margarita Broich für Quellen des Lebens, Friederike Kempter für Oh Boy und Christine Schorn für Das Leben ist nichts für Feiglinge. Was habe ich denn gesagt? Habe ich Hauptrolle gesagt? Das ist halt live. Sag mal, es steht schon da, ja. Also, Entschuldigung, soll ich das nochmal ganz vorlesen? Nee, steht da. Weibliche Nebenrolle. Ich habe mich verlesen. Es tut mir leid. Es geht weiter mit der besten darstellerischen Leistung, männliche Nebenrolle. Das sind Michael Gwistek in Oh Boy, Robert Gwistek in Das Wochenende, Ernst Stötzner in Was bleibt. Also nominiert für bestes Kostümbild sind Kim Barrett, Pierre-Yves Guéraud für Cloud Atlas, Stephanie Bieker für Lore, Frauke Fürl für Hannah Arendt und Thomas Olah für Die Vermessung der Welt. Das beste Maskenbild, ja, Applaus muss sein, finde ich auch. Das beste Maskenbild, nominiert dafür sind Jeanette Latzelsberger, Gregor Eckstein, Elke Lebender, Stephanie Delbritz, Julia Rinkel für Quellen des Lebens, Daniel Parker, Jeremy Woodhead für Cloud Atlas und Astrid Weber für Hannah Arendt. Nominiert für bestes Szenenbild sind Susan Beeling für Die Abenteuer des Huck Finn, Uli Harnisch, Hugh Bater für Cloud Atlas und Udo Kramer für Die Vermessung der Welt. Für das beste Drehbuch sind nominiert Pam Katz, Margarete von Trotter für Hannah Arendt, Jan-Ole Gerster für Oh Boy, Anna-Maria Prassler für Schuld sind immer die anderen. Nominiert für beste Kamerabildgestaltung sind Adam Arkapov für Lore. Habe ich den jetzt richtig ausgesprochen? Ich bin jetzt schon total durcheinander. Oh Mann. Alles gut, Frau Paul, Sie machen das super. Ja, für die Falschen. Es ist furchtbar. Okay. Jakub Benjarovic für Gnade. John Toll und Frank Grebe für Cloud Atlas. Nominiert für die beste Filmmusik sind The Major Minors, Shirley MacNeil für Oh Boy, Max Richter für Lore und Tom Tykwer, Johnny Klimek und Reinhold Heil für Cloud Atlas. Nominiert für bester Schnitt sind Alexander Berner für Cloud Atlas, Anne Fabini für More Than Honey und Anja Siemens für Oh Boy. Nominiert für die beste Tongestaltung sind Christian Bischoff, Uwe Hausig, Johannes Konetzny für Die Wand, Benjamin Krepczek, Holger Lehmann für Du hast es versprochen, Stefan Soltau, Björn Wiese, Dominik Rätz für Gnade
und Markus Stemmler, Ivan Schauck, Frank Kruse, Matthias Lempert, Roland Winke und Lars Ginzel für Cloud Atlas. Jetzt kommt die Hauptrolle. Also nominiert für beste darstellerische Leistung weibliche Hauptrolle sind Martina Gedeck in Die Wand, Birgit Minichmeier in Gnade und Barbara Sukowa in Hannah Arendt. Nominiert für die beste darstellerischen Leistungen als männliche Hauptrolle sind Edin Hasanovic für In Schuld sind immer die anderen, Tom Schilling in Oh Boy und Sabine Tambrea in Ludwig II. Nominiert für beste Regie sind Jan-Ole Gerster für Oh Boy, Margarete von Trotter für Hannah Arendt, Lana Wachowski, Andi Wachowski und Tom Tykwer für Cloud Atlas. Vielen Dank an Iris Berben und Christiane Paul. Iris Berben, Sie dürfen ja eigentlich nicht parteiisch sein, aber ich saß so nah bei Ihnen. Ich habe genau gesehen, wie Sie bei Birgit Minichmeier sich sehr gefreut haben. Also, ich habe mich bei allen sehr gefreut. Ich weiß, Sie haben sich bei allen sehr gefreut, aber bei Birgit Minichmeier ein bisschen mehr. Ganz trotzdem die Frage, klar, Sie sind auch unparteiisch, aber wenn man so Namen liest, also eigentlich die Frage an Sie beide, Sie sind so lange schon beim Film dabei und dann liest man einen Namen, ja, oft genug auch Freunde, traut man sich dann überhaupt die Freude zu zeigen oder wie gehen Sie damit um, wenn das Herz so einen kleinen Sprung macht? Ja, man sollte seine eigenen Emotionen ein bisschen zurücknehmen, das finde ich schon ganz wichtig. Aber es ist, natürlich hat man Freunde und natürlich hat man manchmal auch Favoriten oder man denkt, jemand hat eine ganz besondere Arbeit geleistet. Und es ist ein innerer Hüpfer, sagen wir mal so. Nach außen will ich ihn nicht so sehr zulassen. Aber ich bin zumindest, was ich jetzt so gehört habe, das hat gut getan, alles, was wir hier vorgelesen haben. Also es gab einige innere Hüpfer gerade eben bei Ihnen. Es gab einige Hüpfer, die ich hatte innerlich. Frau Paul, Sie sind seit im Vorstand und im stellvertretenden Vorstand. Warum wir heute zum Beispiel in der Astor Film Lounge sind, hat einen Grund. Die Filmakademie richtet nicht nur den Deutschen Filmpreis, die Lola, aus, sondern hat viele andere Aktionen, zum Beispiel das Lola Festival, was vom 11. bis 14. April hier stattfinden wird. Das heißt, alle nominierten Filme aus dem Bereich Dokumentar, Kinder- und Spielfilm werden hier gezeigt und auch Gespräche wird es dazu geben. Da habe ich eine Frage an Sie. Was war eigentlich in den letzten zwei Jahren das Projekt, die Aktion, auf die Sie besonders stolz sind, die Sie mit Ihren Kollegen durchgesetzt haben? Also es gibt natürlich viele Sachen, die Filmakademie auszeichnet. Der Filmpreis ist ja nur eine Sache davon. Die Filmakademie kümmert sich sehr um den Nachwuchs. Sie ist auch politisch engagiert. Es gibt die Werkstattgespräche, die eine lange Tradition haben. Und was wir als Sektion in den letzten Jahren entwickelt haben, vor allen Dingen das Vorstandsmitglied Petra Zieser hat das ins Leben gerufen. Die auch heute hier ist. Das ist der Luftraum, das ist eine Veranstaltung von der Sektion Schauspiel, wo wir quasi als Vorstand für die Sektion Schauspiel Diskussionspartner einladen für unsere Sektion. Wir haben dort zwei Veranstaltungen bereits gemacht. Und zwar einmal haben wir Regisseure eingeladen, unter anderem Christian Schwocho und Angelina Macarone. Und beim einem anderen Mal hatten wir ein Gespräch mit Castern, unter anderem Simone Beer und Anja Dierberg, wo es quasi zu einem Austausch kommt. Also eine Art von Diskussionsrunde, die sehr frei ist und zum Teil auch Themen behandelt, die uns als Sektion und also uns Schauspieler betreffen und die wir dann sozusagen mit den geladenen Gästen diskutieren. Das ist dann ein sehr schöner Ort an dem ehemaligen Wirkungsort von Friedrich Luft, einem Kritiker. Und das ist sehr gut. Kritiker? Ja, dem Kritiker wollte ich nur sagen. Also Friedrich Luft kennt, glaube ich, jeder. Ich glaube, gerade die schreibende Zunft wird ihn noch mehr kennen als vielleicht wir. Aber auf jeden Fall ist diese Veranstaltung, die wir bis jetzt zweimal gemacht haben, sehr gut rezipiert worden. Und wir freuen uns, dass wir das geschafft haben zu initiieren und sind darauf, glaube ich, sehr stolz. Herr Neumann, es...
Oh, Caesar, sehr gut. Aber etwas lauter beim nächsten Mal und sofort. Nicht, dass ich schon wieder das Quatschen anfange. Herr Neumann, es gibt auch eine nicht so schöne Nachricht. Der Bayerische Rundfunk hat vor kurzem verkündet, dass er sich weniger im Bereich Kino engagieren möchte. Jetzt fürchtet man ein bisschen, dass viele öffentlich-rechtliche Sender dem nachgeben. Wie sehen Sie die Situation? Ich bin enttäuscht, auch ein wenig enttäuscht, weil ich mir von Bettina Reitzer als die neue Verantwortliche fürs Programm gerade das Gegenteil vorgestellt hätte. Also hier muss man einmal feststellen, es geht ja auch nicht um Freundlichkeit, sondern die öffentlich-rechtlichen Anstalten haben einen Kulturauftrag. Und zur Kultur in Deutschland gehört der Film, genauso wie das Theater. Und da haben sie eben die besondere Verpflichtung, auch für den Film was zu tun. Das besteht darin, dass sie auch in Zukunft ihre Beiträge leisten für die FFA. Man muss sagen, ohne das Fernsehen käme kaum ein Film zustande. Das ist richtig. Aber es ist nicht zulässig, dass sie sich nun zurückziehen aus Filmfinanzierung. Und das werde ich auch, wo immer ich die Chance habe, politisch diskutieren und werden Sie das auf der Gala auch ansprechen, weil Sie letztes Jahr die ARD ja auch schon ein bisschen gescholten haben? Ja, nun habe ich gerade mit Herrn Belluth gesprochen vom ZDF. Den wollte ich wegen was ganz anderen anrufen. Und der sagte mir als erstes, ja, wir machen das mit der Übertragung und wir geben uns auch Mühe. Es geht ja immer darum, wann und wie die das übertragen. Ich wollte das gar nicht ansprechen. Und ich bin auch Gast, ja, sag ich, muss mir überlegen. Bei der Kritik der Öffentlich-Rechtlichen bekam ich an sich den größten Beifall. Eben. Ja, also ich glaube schon, dass ich das thematisiere. Und es gibt übrigens noch mehr. Sie erkennen ja auch die Tendenz, dass man möglichst auch anspruchsvolle Filme, die nicht automatisch mehrere Millionen Zuschauer anziehen, aber wichtig sind, an den Rand des Programms drängen, Dokumentarfilme ohnehin, dass man das möglichst in Kanäle aussortieren will. Und das können wir als diejenigen, die für Kultur in Deutschland verantwortlich sind, eigentlich nicht zulassen. Sehr gut. Also wir sind gespannt. Wir sind gespannt, was Sie dazu auf der Gala sagen werden. Ich weiß, wir sind ein bisschen eng mit der Zeit, aber eine Sache möchte ich unbedingt von Ihnen noch bei Ihnen ansprechen, Frau Berben. Und zwar gibt es natürlich eine Lola, die längst schon feststeht, nämlich die Ehren-Lola an Werner Herzog. Sie waren in der Jury, die darüber entschieden hat. Jetzt hat man das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, Werner Herzog wird jetzt endlich mit seinen 70 Jahren in Deutschland endlich wieder auch entdeckt und kriegt die Ehren, Bundesverdienstkreuz, Jurypräsident, was auch immer. Jetzt auch, war das auch ein Grund für Sie, ihm jetzt die Ehren-Lola zu geben? Das war nicht nur ein innerer, sondern auch ein äußerer Hüpfer bei mir, weil das ist der richtige Mann. Und das fanden wir in unserer Jury alle, weil wir eben einfach auch das Gefühl haben, da ist jemand so jung geblieben, da ist jemand so ran, immer noch dran an Film und an Erneuerungen und an Neugierde. Und das ist genau der richtige Mann. Er hat Filmgeschichte geschrieben, er hat sich nie zurückgelehnt, er ist immer weitergegangen, weitere Schritte nach vorne. Er wird nicht müde und diese Neugierde steckt an. Und ich fand, dass das eine ganz wunderbare Wahl ist, ihn als Ehrenpreisträger auszuzeichnen. Vielen Dank, Frau Berben. Dann würde ich Sie bitten, Frau Berben, Herr Neumann, bitte ans Pult schon mal zu gehen, denn jetzt wird es richtig feierlich. Es geht an die Hauptkategorien Bester Dokumentar, Kinder und Spielfilm. Und es geht mit dem Kinderfilm los. Nominiert für Bester Kinderfilm, verbunden mit einer Prämie von je 125.000 Euro, sind Das Haus der Krokodile, Produzent Christian Becker, und Kaddisch für einen Freund, Produzent Martin Bach. Nominiert für den besten Dokumentarfilm, verbunden mit einer Prämie von je 100.000 Euro, sind More Than Honey, Produzent Thomas Kufus, herzlichen Glückwunsch. Helmut Grasser, Pierre-Alain Meyer, Serofilm GmbH. Vergiss mein nicht, Produzenten Martin Heißler, Karl-Ludwig Rettinger, Lichtblick Media, Lichtblick Film, Regie David Sieveking. Entschuldigung, Markus Imhof hatte Regie bei More Than Honey. Und Die Wohnung, Produzenten Thomas Kufus, Arnon Goldfinger, Serofilm GmbH, Regie Arnon Goldfinger. Herzlichen Glückwunsch, kann man mal hier an der Stelle sagen. Thomas Kufus.
Jetzt müssen wir uns abwechseln. Ja. Wollen Sie anfangen? Ich fange an. Ja, nominiert für den besten Spielfilm, verbunden mit einer Prämie von je 250.000 Euro, sind Cloud Atlas, Produzenten Stefan Arndt, Grant Hill und Lana und Andy Wachowski, Tom Tykwer. Jetzt hätte ich fast weitergemacht. Nein, ich hätte es nicht zugelassen. Als nächstes... Ebenfalls bester Spielfilm, logischerweise mit derselben Prämie. Hannah Arendt, Produzenten Bettina Brokemper, Heimatfilm GmbH und Coca-Cola und Regie Margarete von Trotha. Lore, Produzenten Carsten Stöter, Benny Drechsel, Rohfilm GmbH, Regie Kate Shortland. Oh Boy, Produzenten Markus Kantes, Alexander Wadu, Chivago Film GmbH, Regie Jan-Ole Gerster. Quellen des Lebens, Produzent Stefan Arndt, X-Film Creative Pool GmbH und Regie Oskar Röhler. Und... der sechste und letzte, Die Wand, Produzenten Rainer Kölmel, Wasiliki Bläser, Starhaus Filmproduktion, Regie Julian Roman Pölster. Das waren die sechs. Vielen Dank, Bernd Neumann, vielen Dank, Iris Berben, vielen Dank an Sie, dass Sie gekommen sind und ich hoffe, wir sehen uns alle wieder dann in 5 Wochen am 26. April im Friedrichstadtpalast und bis dahin wünsche ich Ihnen schöne deutsche Filme. Tschüss.